Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Dings mit dem Mindset. So sieht's aus, ja. Ich lache nur, weil ich habe gerade aus Versehen ein paar Stiefel runtergeschmissen, als ich die Aufnahme gestartet habe. Ja. Ja, wir sind hier stehen geblieben. Irgendwie höre ich so wenig. Ah, doch, ist einfach nicht zum Hören. Okay. Ja, wir haben Mindset gespielt. Wo sind die scheiß Stiefel jetzt? Ich meine, ich habe ja an sich genug. Ah, jetzt spawnt ein Zombie. Na super. Die Stiefel sind verloren, würde ich sagen. Warum hatte ich denn überhaupt welche im Inventar? Also, ich habe ganz schön viel Stiefel. Warum die ich nicht. Warum habe ich die nicht an? Das ist. Kein, na egal. So, ja, wir sind hier stehen geblieben. Und, ja, okay. Es ist. Der Server ist recht. Oh, das. Steht da jetzt jedes Mal? Kettenschwert, Holzschwert. Oh, cool. Das ist leider 1.4.6 wohl so. Nameplates, oder wie man das nennen soll. Okay, ich. Ach so, wir können das Haus ja nochmal durchsuchen. Es ist ja jetzt wann anders. Das heißt, die Kisten müssten respawned sein, wenn hier nicht schon einer war. Ich hoffe, das ist nicht irgendwie hakelig bei euch. Bei mir ist das ein bisschen hakelig. Ich weiß nicht, ob das in der Aufnahme dann auch so ist. Ich bin nebenbei am Rendern. Ruckeln tut's nicht, ich habe trotzdem 60 FPS, aber irgendwie ist es so hakelig. Naja, wird schon passen. Kiste, 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 keine Kiste, okay. Oh, die Schrittsounds wurden geändert. Oh, was man so alles erfährt beim Spielen, ne? Mensch, ich muss ja wirklich zugeben, dass ich mich so nicht mehr damit beschäftige, was so neu in den Versionen kommt. Ich freue mich dafür aber umso mehr, wenn ich es dann einfach mal so rausfinde. Von daher. Ah, oh, nee, da geht lieber nicht runter. Oder oh, ist das draußen? Ah, okay. Okay, oh, das ist eine. Und das ist eine Truhe. Schüssel, okay. Diese Truhe kannte ich noch nicht. Ist die auch neu? Würde mich mal interessieren. Ja, ich gucke wahrscheinlich eh privat. Hier nach mal. Gut, komme ich hier jetzt gar nicht mehr raus, oder? Wie? Ach, da war. Puh. Ich dachte schon, oh, noch eine. Eine Melone. Sehr schön, immer was zu essen. Ist immer gut. So. Oh, fuck. Nein, nein, nein. Ah, ich habe vergessen, dass die da durch können. Hey, was geht? Ah, 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 ich muss auch noch was trinken. Nein, lass mich in Ruhe. Wo geht's hier raus? Ich weiß nicht, wo es. Oh Gott! Nein, ich muss jetzt was trinken, sonst sterbe ich. Ich bin tot. Ja, gut. Ich glaube, das Trinken hat mir Leben abgezogen und die Zombies. Deswegen entweder trinken und stehen bleiben oder von Zombies fressen. Aber naja. Schade, so ist das. Ich wollte an sich nur. Ah, ne, weißt du, Hunger Games oder so, wenn ich sterbe, dann höre ich auf. Das heißt, es geht gleich weiter. Ja, bis gleich. So, wo bin ich? So, es geht weiter. Wie war das? So, einfach nur spawnen, oder? Nein, mein Sitz spawnen. Jawohl. Okay. Hier sind wir wieder an einer Küste gespawnt, keine Ahnung wo. Ja, dann lass uns mal aufbrechen, würde ich sagen. Ja, da ist auch ein Weg oder sowas in der Art. Ah ja, sehr schön. Und da sieht man auch schon irgendwas. Gut. Oh, es ist nur ein kleines Hüttchen oder so. Gebäudchen mit gar nichts. Na super. Na gut, folgen wir mal dem Weg. Ich glaube, ich hatte in der letzten Folge gefragt, ob ich die Wege drin lassen soll. Ja, wurde mir gesagt. Ich soll nicht so viel rennen und ja, mehr schleichen. Ja, da habt ihr natürlich vollkommen recht. Ich bin leider so ein ungeduldiger Mensch. Deswegen. Na gut, hier ist gerade zombiefrei, trotzdem nicht rennen, weil das halt Hunger verbraucht und Durst. Na gut. Aha. Da unten. Scheint was zu sein. Gut. Keine Zombies bis jetzt.
Das Haus könnte mal Rainer gehört haben. Schon, man könnte die. Na, man könnte es auch. Man könnte es auch lassen, ne? Man könnte es aber auch mitnehmen. Ist denn sonst noch was? Ich hoffe, ich übersehe jetzt nichts. Scheint leer zu sein. Das ist schade. Ja, ich will mich ja nirgends niederlassen, deswegen wäre es wahrscheinlich Schwachsinn, die jetzt mitzunehmen. Da, vor allem, es ist ja nur einer. Ich glaube, da brauche ich ja zwei oder so, oder? War das so? Ich kenne mich in Farmen nicht so aus. Na gut, ist die Frage jetzt, da hochgehen oder da lang? Gehen wir erstmal da hoch. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen Überblick oder so. Wer weiß. Ein Zombie! Ah. Ja, ich habe Angst, dass da oben dann nichts ist und ich mir nur Scheiße einbrocke hier, deswegen. Ich will aber auch nicht den ganzen Weg schleichen. Ja. Na gut. Dann machen wir das trotzdem. Wir dürfen jetzt noch nicht zurückkommen. Aber das scheint halt so ein Hügel oder Berg oder Hügelberg, keine Ahnung, zu sein. Ah, der kam. Oh, das sieht aber hoch aus, aber der kommt zurück. Das ist nicht gut. Es laggt. So, jetzt geht's wieder. Okay, kommt der zurück? Der kommt auch zurück. Der kommt auch zurück. Mach schneller. Ah, okay, der bleibt da. Sehr gut. Okay, das scheint ein schöner Berg zu sein. Wenn wir es überleben, dann. Schau. Oh, da oben sind auch Zombies. Mist. Einer. Bis jetzt. Komm. Okay. So. Ja. Töten wir den? Ja, komm. Den töten wir. Es dauert mir zu lange, den ganzen Scheiß hier zu schleichen. Komm jetzt. Komm her. Komm her. Komm her. Warum macht das jetzt so Animationen so? Ah, wie viel Schaden die immer machen. Das ist voll unfair. Okay. Okay, Rotten Flash wenigstens ein bisschen zum Essen, als Notfallration. Wobei, das macht ja, glaube ich, dann auch nochmal extra Hunger. Das wäre auch nicht so schön. Ach ja. Jetzt habe ich im echten Leben Hunger. Mensch. Ich hoffe, da oben wartet uns wenigstens etwas, weil Aussicht ist wahrscheinlich jetzt weniger. Ich habe Optifine gerade nicht drauf. Dann kann ich die Sichtweite leider nicht so weit stellen, weil das jetzt die neue Version ist. Sieht mager aus. Ich habe eine SMS. Ah, ich habe eine SMS, ich will nicht lesen. Lalala, was habe ich? So. Okay, den ziehen wir hier runter. Oh. Okay. So. SMS, SMS, SMS antworten. Ja, du. Macht auch ja nichts, ne? Das macht nichts. So. 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 Gleich. Ne. Hab's gleich. Und wie geht's euch so, ne? Was macht's Leben? Wie war Weihnachten? Gab's denn schöne Geschenke? So. Noch ein Wort korrigieren. So. Jetzt. Was macht ihr denn für Silvester? Ist mir gerade eingefallen, die Frage. Oh, was steht hier? Warte mal. They will never get my secret stash. Okay. Ist hier was versteckt vielleicht? Irgendwo. Ja, was macht ihr denn zu Silvester, würde mich interessieren. Ich gehe zu einem Kumpel, einfach mal feiern, wie früher. Ich habe letztes Jahr leider kein Silvester gefeiert. Ich wurde kurzfristig krank und konnte dabei leider nicht mitfeiern. Ich würde ja gerne mal hier graben, aber das kann man ja eh nicht, oder? Nee. Ich kann mir vorstellen, dass hier irgendwas versteckt ist. Wer weiß. Oh, man. Jetzt schon das Essen so weit weg? Scheiße, ich möchte das tatsächlich essen. Aber das. Ah, ich versau mir alles. Ja.
Scheiße, ich hätte vielleicht auch nicht essen sollen, aber ich wäre so oder so verreckt, also in dem Fall. Das hat mir vielleicht jetzt noch mal ein paar Minuten gegeben oder Sekunden. Ja, was macht ihr denn zu Silvester? Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Ich mache, wie gesagt, ein Kumpel was. Boah. Da ist jemand. Pedo-Creeper, nee. Creeper. Ich meine, ich habe ja nichts zu verlieren, außer ein Essen. Nix habe ich mehr zu verlieren. Ah. Fuck, ich verliere schon Essen. Ich muss das jetzt tun, das tut mir leid. Aber ich werde eh verlieren. Ich werde eh verlieren, ich werde verlieren, ich werde verlieren, ich werde verlieren, ich werde verlieren. Ah! Ah, ja, okay. Hatte ich wahrscheinlich keine Chance. Der hatte wirklich fette Ausrüstung, so wie es aussieht. Oder aussah. Da war übrigens auch das Geheimversteck. Schade. Na gut. Ja, sind wir zweimal gestorben in dieser Folge. Egal. Würde ich sagen, hat trotzdem Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, war es das für diesen Part. Und wir sehen uns in den nächsten Parts wieder. Schreibt in die Kommentare, was ihr so zu Silvester macht. Und ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Haut rein, lasst knacken und bis dahin. Ciao.